Ich glaube, ich renne noch mal fix zurück zum Speicherpunkt. So weit war der ja nicht weg. Weil, ich meine, sind beide vergiftet jetzt, oder? Haben die beide? Jo, sie haben beide Status vergiftet. Dann wäre es nicht so gut, jetzt hier weiter zu kämpfen, sondern den taktischen Rückzug anzutreten und einmal zu heilen. Auch wenn der taktische Rückzug bedeutet, dass wir den ganzen Weg zurücklatschen müssen. Aber was soll's. Manchmal muss man eben zurückgehen. So, einmal heilen. Dann kann ich nochmal speichern gerade. So, das machen wir direkt, weil wir haben ja schon ein paar Gegner zermanscht. So. Tal des Flugdrachen heißt das hier im Übrigen. Flugdrachen. Oh, kriegen wir es hier mit einem Flugdrachen zu tun? Aha, 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 aha. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze dann entwickelt und was hier noch passiert und was weiß ich nicht alles. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ich habe tierisch Bock auf das Spiel. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe mich lange nicht mehr auf ein Spiel so gefreut wie auf Grandia. Es macht so unfassbar viel Spaß einfach. Es ist so toll, es ist so knuffig, es sieht so schön aus. Boah, ich habe da echt gerade tierischen Spaß dran. Das glaubt ihr gar nicht. Oh. So, hier sind auf jeden Fall noch irgendwo Teufelse gewesen. Wo waren die denn? Teufel steckt im Detail. Irgendwo hier unten. Die waren da drinnen, ne? Komme ich da rein? Jo, da komme ich auch rein. Wahrscheinlich war hier auch nochmal irgendwo ein Speicherpunkt in der Nähe. Könnt ihr mir vorstellen. Aber mal gucken. Oh, drei Teufel. Oh, und wir sind mittendrin. Heieieiei. Gut, aber auch die kriegen wir platt. Mit Zu könnte man natürlich alle drei mit einmal wahrscheinlich platt machen. Könnte ich mir vorstellen. So, okay. Wow, 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 wow. Du hast Angst, dass mir Grandia 2 weniger gefällt? Ja, das kann passieren. Das kann passieren. Aber müssen wir dann mal gucken. Also, weiß ich ja noch nicht. Also, wir werden es nicht direkt danach spielen. Das auf keinen Fall. Weil da kommen noch andere Spiele erstmal, die Vorrang haben. Aber wir gucken einfach mal. So, und weg damit. Wunderbar, das hat sehr gut geklappt. Aber Moment mal, warum sind die Pflanzen auf der Seite der Mauer größer? Ist doch dieselbe Atmosphäre. Oder gibt es auf der Seite mehr Sauerstoff statt Stickstoff in der Atmosphäre? Hier gibt es mehr Sonne. Was hältst du denn davon? Mehr Photosynthese. Würde ich jetzt sagen, einfach mal. Weil hier geht die Sonne auf und die haben den ganzen Tag die Sonne auf dem Pelz. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, als Nicht-Biologe. So, nochmal zwei Schimmels. Auch diese werden wir hoffentlich zeitnah wieder aus dem Weg räumen. Oh, ich glaube, ich habe daneben gehauen, oder? Nein, getroffen. Sehr gut. Sehr gut. Wunderbar. Und dann nochmal auf den Plumpschimmel. Vielleicht ist er gleich down. Yo, das sieht gut aus. Wunderbar. Dann kann er nicht seinen Special-Angriff machen, weil jedes Mal, wenn diese Sternchen um die Gegner sind, machen die ihren Special-Angriff. Naja. Photosynthese ist nicht alles, da muss auch die Genetik mitmachen. Aber wenn du, guck mal, wenn die Mauer schon seit mehreren hundert, wenn nicht sogar tausend Jahren steht, dann haben die sich doch an das Meersonnenlicht gewöhnt. Im Gegensatz zur anderen Seite von der Mauer. Und profitieren dann doch davon, oder nicht? Sehe ich das falsch? Also sie haben halt die ganze Zeit die mehr UV-Licht zur Verfügung und können sich eventuell deswegen. Wie gesagt, ich bin kein Biologe, aber das klingt für mich logisch, einfach. Über Jahrtausende oder Jahrhunderte kann man ja schon ein bisschen also zumindest evolutionstechnisch ein bisschen was betrachten. Ich meine, 1000 Jahre ist jetzt nicht so viel, aber für Pflanzen? Ich glaube, da bringt das schon was. Weiß es aber nicht. Ich bin nicht der Gärtner hier. Wer ist denn von uns hier der Gärtner? Hä? Not bad, eh? Okay, dann haben sie durch die Mauer wohl eigene Arten gebildet. Neue Arten entstehen durch räumliche Trennung. Ja. Siehst du? Kann ja sein. Oder wie gesagt, weil sie halt eben mehr Sonnenlicht bekommen. Und das über die Dauer hin haben sie sich dann halt weiterentwickelt. Klingt zumindest für mich als Nicht-Biologe logisch. So. Das ist halt Anpassung in dem Falle, ne? Wir passen uns den Gegebenheiten an. Mehr Sonne, vielleicht auch mehr Regen. Weiß ich ja nicht, kann ja sein. Wow.
Und da oben ist noch so eine Heilpflanze, habe ich gerade gesehen. Und jetzt machen wir auf jeden Fall erstmal die beiden Gegner platt. Hier kommen auf jeden Fall sehr, sehr viele Kämpfe gerade. Was nicht unbedingt verkehrt ist, weil, wie gesagt, Erfahrungspunkte. Aber die gute Sue muss halt auch mitleveln. Ich hoffe, dass wir sie nochmal finden. Und dass das jetzt nicht alles war, was wir von Sue hatten. Das wäre schlecht. Ich bin ja sowieso mal gespannt, ob noch ein neuer Party-Member dazukommt oder irgendwie sowas. Weil ich kann mir vorstellen, dass das nicht alle sind. Also, dass wir nicht die ganze Zeit nur mit dreien weitermachen. Aber bitte nicht spoilern, wenn ihr es wisst. Wir werden es selber herausfinden. Es stehen ja noch ein paar Charaktere im Heft drin, die habe ich auch nicht vorgelesen. Deswegen, schauen wir mal. So, okay. Der ist auch platt. Schön, schön, schön. Das hat gut geklappt. Haben zwar noch mal gut einen auf den Deckel gekriegt und wir haben Gegengift bekommen. Oh, schön. Das können wir hier sehr gut gebrauchen, gerade bei diesen Pilzen. Das ist echt gut. Die Vegetation wirkt aber sehr urtümlich, also so urzeitlich. Naja. Naja, das kann ja schon sein. Du weißt ja nicht, wie alt die Mauer ist. Wenn die Jahrtausende alt ist, dann haben die sich natürlich anders entwickelt. Kann ja sein. So, nee, wird immer einer weniger. Irgendwann Justin allein und dann ohne Justin. Was? Nein. Nein. Wo geht's denn jetzt weiter? Hör mal auf, sowas zu erzählen, Frau Schafi. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Hä? Aber hier ist doch gar kein Weg. Oben lang? Nee. Hä? Ich meine, uns zeigt ja der... Hä? Ach, guck mal, hier geht's weiter. Da ist eine Art Pflanzentreppe, die sich da auftut. Ich muss die Kamera doch mal drehen. Sonst wird's unübersichtlich. Es ist schon unübersichtlich. Ich korrigiere. Tal des Flugdrachen 2. Okay. Gut, da haben wir den ersten Teil hinter uns gebracht. Schön, schön, schön. Da oben sind Gegner. Was? Justin wird in Kevin umbenannt? Plot Twist. Oh, nee, bitte nicht. Oh, guck mal, da oben ist ein Vieh. Oder mehrere Viecher sogar. Kann ich weiter rauszoomen? Nee, das sind irgendwelche... Was seid ihr denn? Was wollt ihr denn? Warum kommt ihr hier und greift mich einfach so an, ihr Penner? So nicht. So nicht. Und Fena in Dörte? Nee, Jacqueline. Jacqueline. Wenn, dann muss man das schon, ne? Richtig machen. Kevin und Jacqueline überleben zusammen im Tal der Tränen. Au! Ey! Du Heini. So. Okay, wieder ein Kampf geschafft. Wunderbar, wunderbar. So kann es weitergehen. Und wir nehmen nochmal 40 Erfahrungspunkte mit. Wunderschön. So. Okay, es fehlen noch einige für das nächste Level Up. Einige. Einige viele. Jo, Was ist das hier? Hier ist Wasser. Wieder so schönes Wasser. Das sieht immer so toll aus. Boah, das haben die echt cool gemacht. Diese Wassertexturen gefallen mir sehr, sehr gut. Ich meine, die im Fluss, im Fluss, im Dorf, die haben mir besser gefallen. Au! Ey! Die im Fluss Look, im Dorf Look, die haben mir besser gefallen, die Wassertexturen. Aber hier, die sehen auch cool aus. Was seid ihr denn? Viele Gegner auf jeden Fall. Hier ist gerade die Framerate ein bisschen eingebrochen. Und ich bin dran. Am dransten. Slipple! Was seid ihr denn? Slipple! Scheiße. Ich glaube, hier nehme ich einfach mal die Feuersäule. Weil ich habe ein bisschen Angst vor den Typen. Das sind sehr viele. Ich habe jetzt auch gar nicht geguckt, wie viele HP die haben. Ah, ich doof gucke. Wenn die nicht nur 30 HP gehabt hätten, dann hätte ich die auch so platt machen können. Aber okay, ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Das war doof von mir. Naja, gut. Nicht das erste Mal, dass ich doof war. Ja, super. 67 HP haben die. Das hätte ich auch so gemacht. Naja, ich dachte es mir schon fast. Naja, egal. Egal. What a finch. Dafür ist der Kampf schnell vorbei und wir bekommen wieder Erfahrungspunkte. 100 Stück, um genau zu sein. Jetzt mag meine Stimme nicht mehr. Was? Slipple wie Schmeckels? Was? Schmeckels? Keine Ahnung. Das Glas riecht komisch. Bah. Bleib doch hier. Rennt einfach weg. Wo was?
So, wir sind wieder dran. Quasi am dransten. 4 Slibbles. Slibble. Was für ein Name für einen Gegner, ey. Slibble. So, hier. Attacke. Plotsch. Die kriegen wir auch so weg, wie gesagt. Das dauert noch ein bisschen länger. So. Schmeckelt zwar eine Währung in Rick and Morty. Achso, habe ich nicht gesehen. Rick und Morty war mir zu doof, sorry. Das war mir einfach zu doof. Vielleicht muss ich nochmal gucken, aber ich bin damit nicht so richtig warm geworden. So, und da sind sie platt. Wunderbar, aber ich muss mich, glaube ich, trotzdem mal heilen. Weiß es nicht. Nochmal 100 Erfahrungspunkte, sehr gut. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Und da sind es nur noch 1400 bei Justin. Ja, da kannst du große Augen machen und was weiß ich nicht alles. Mir hat's nicht gefallen. Ich fand leider, es war nicht mein Humor. Es war ein bisschen drüber. So, hier, Teufel. Ja, ich weiß, ich wollte mich gerade heilen, aber... Was? Ja, man braucht Zeit dafür und es kann trotzdem schief gehen. So, war das jetzt nur einer? Jo, ist nur einer. Okay, den kriegen wir relativ schnell platt. Und den da auch. Oh, Klatsch. Und da ist der Gegner. Down. 3 Treffer. Wunderbar. Fotofinish. 20 Erfahrungspunkte leider nur. Aber macht nichts. So, schön, schön, schön. Solche Kämpfe gefallen mir eigentlich auch. Die relativ schnell über die Bühne zu bringen sind. Wo man nicht lang rumeiern muss. Und wo man auch nicht so hart auf den Sack bekommt. Was ist das hier? Nix. Okay, einfach nur Deko. Hier oben sind noch mehr Gegner. Deswegen ruckelt es auch gerade so ein kleines bisschen. Aber das kriegen wir auch hin. Ich hoffe mal, die greifen jetzt beide an. Das wäre schön. Jo. Schön. Wunderbar. So, just in time. Macht bitte den Teufel und Fena den Schlibbel. Plopp. Plopp. Oh, er ist nicht down. Oh, 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 oh. Au, 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 au. Hören Sie bitte auf. Das reicht langsam. So, du da? Wie viele HP hatte der denn nochmal? Oh, die Peitsche hat wieder ein Level abbekommen. Ey, nicht hauen! Hör mal auf jetzt hier, du Arsch! 87 hat der. Okay, der hat ein bisschen mehr HP. So, Schluss jetzt hier. Meine Güte. Arsche gibt's, ja? Was verstehe? Manchmal am Ende vom Kampf. What a bitch! Boah, passiert. Nein, what a finish, sagt sie. What a finish! Oder er? Sie? Einer von beiden. Russ Rick ist halt ein mega egomane, rücksichtsloser Arsch, aber ein verdammt genialer Wissenschaftler. Ja, das mag sein. Wie gesagt, ich bin trotzdem nicht so richtig warm geworden damit. Ich habe mir, glaube ich, 2 Folgen angeguckt und dachte mir so, nee, nicht so meins. So, hier geht's weiter. Ach, ich muss mal die Kamera so drehen, dass ich auch mal was sehe. Hier liegt irgendwie ein Brot oder sowas. Was ist das? Die Schuhe von irgendjemanden. Ah, ein Schuh. Das ist nicht von Sue, der Schuh. Halt, das sind Sus Schuhe. Sus Schuhe genommen. Boah, sag das 10 mal schnell hintereinander. Sus Schuhe, Sus Schuhe, Sus Schuhe, Sus Schuhe, Sus Schuhe, Sus Schuhe. Oh Gott. Nee, die Teufel rufen doch wow. Achso, die Teufel rufen wow, 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 wow. Okay. Wir haben die Schuhe mitgenommen. Das heißt, Sue könnte eventuell hier irgendwo rumkrebsen. Oh, ich habe nur noch 19 HP. Ich glaube, ich heil mal den Just in Time, kurz. Lebenstrank. Nee, hier, Heilkraut. Halt 80 TP bei einem Freund. So. Was? Süß-sauer? Süß-Schuhe? 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 Ja, nee. Nicht süß-sauer. Nee. Da sind noch mehr von den Typen. Ey. Jetzt ist die Frage, wo gehe ich lang? Links oder rechts? Ich glaube, ich gehe erstmal hier lang. Wow, weil hier sind nämlich 2 Gegner. Huch. Das war gerade komisch von der Kamera, aber okay. Wow. Was, jemand, der lispelt, hat mit dem Text sicher Probleme. Japp. So ungefähr. So. Okay. Ein Gegner ist down. Oh, der schmeißt mit Eiern. Au, das tat weh. Ich glaube, ich muss mit Fena gerade mal heilen.
Schuhe. Schuhe. Und zwar mich selber. Wow. Wow. Ich habe da noch gar nicht drauf geachtet, dass der Wow sagt. Wow. Heilen 1. Now you'll be okay. So, wow. Ich bin weggewowt. Und dann noch dieses komische Baumdingens hier. Pilz. Hä? 2 Treffer? Und er ist nicht down? Achso, die haben hier 129. Stimmt. Oh. Ausgeholt zum Schlagen. Und da geht der Treffer ins Schwarze. Wunderbar. Gegner down. Oh, das sind schöne Kämpfe. Die Kämpfe sind besser als die bei Legend of Dragoon. Das muss ich mal so sagen. Ne? Also gut, es ist ja auch nicht schwer, besser als bei Legend of Dragoon zu sein, was Kämpfe angeht. Aber die gehen hier wenigstens relativ schnell über die Bühne. Und ja, man muss nicht ständig Quicktime-Action machen. Ich hasse Quicktime-Action. So, eine Kiste. Nehmen wir mit. Was ist da drinnen? Lebenstrank. Wiederbelebungstrank. Lass mich raten, ich kann den wieder nicht mitnehmen. Wieso kann ich den nicht mitnehmen? Ich habe doch gerade eben erst... Oh. Benutzen. Ah, die letzte... Das Mülltonnen-Icon ist dafür da, dass ich irgendwas weglege. Och. Okay, ja gut. Musste man wissen. Ich schmeiß ein... Was schmeiße ich denn weg? Ein Gegengift. Guck mal, ich habe so viele Gegengifte. So, okay. Dann können wir den nämlich auch mitnehmen. Zack. Passt. Wie geht das Lied von... Was? Wie geht das Lied von Schweizern, die von Yellow? Was? Ich habe keine Ahnung. Was? Wie geht das Lied von Schweizern, die von Yellow? Das verstehe ich. Den Satz verstehe ich leider nicht. Oder bin ich einfach so doof? Egal. Bei Parasite Eve machen die Gegner auch solche Geräusche, wenn man ihnen Schaden zufügt. Stimmt. Ja, ich erinnere mich. Wir haben es gespielt, Parasite Eve. Ja, aber... Puh, lange schon wieder her. Über ein Jahr schon her. Meine Güte, ey. Die Zeit geht, ne? Ich glaube, 2020 haben wir das Release, den Patch dafür, wenn mich nicht alles täuscht. Oh. Ach ja, stimmt, die Hose! Ja! Na klar! Oh. Stimmt! Jetzt, wo ihr es sagt, ja, na klar, diese komischen wurmähnlichen Viecher. Oh. Ja, ich erinnere mich. Das Lied von diesen Schweizern, die von der Band Yellow. Oh yeah? Yeah? Ich habe keine Ahnung. Sorry, weiß ich nicht. Ich kenne die Band nicht mal. Falsche Adresse. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ich weiß es nicht. So, Gegengift. Nee, brauche ich nicht. Ich guck mal gerade ins Inventar. Warum denn nicht? Weil wir haben schon wieder so viele Gegenstände dabei. Nö. Was? Halt 150 TP der ganzen Gruppe. Ja, okay. Gegengift. Stein. 20 Angriff. Messer aus. Achso, das ist das Messer. Ja, okay. Wir haben auf jeden Fall jede Menge Heilzeug dabei. Das finde ich sehr gut. Und ich schmeiß mal noch so ein Gegengift weg. So, okay. Ist jetzt natürlich die große Preisfrage. Warum finde ich die Schuhe von Sue, die ich hier aber schon gar nicht mehr angezogen habe? Die hat doch schon andere Schuhe von mir bekommen. Hä? Jetzt habe ich mich gerade verlaufen. Wo bin ich denn jetzt? Warte mal. Ich bin von da gekommen. Und kann mir jetzt aussuchen, ob ich nach links oder nach rechts laufe. Ich glaube, ich gehe erstmal nach links, weil da sind nämlich 2, 3, 4 viele Gegners. Oh. Wow. Wow, wir machen euch platt. Wow. So, Attacke. Wow. Die Typen, ey. Oh, die sind so herrlich. Wow. Wow. So, der ist down. Ah, der ist nur fast down. Haben die Schildkrötenpanzer in der Hand? Könnte sein. Ich bin mir nicht ganz... Du hast recht, das sind Schildkrötenpanzer. Du hast vollkommen recht. Das sind Schildkrötenpanzer. Wie geil ist das denn? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Okay, grüne Schildkröten. Alles klar. Wir wissen, wo die Inspiration lag. Sehr gut. Oh, schön.
Das gefällt. So, 60 Erfahrungspunkte. Nehmen wir mit. Wie geil ist das denn? Und der Boss hat die roten dabei. Wahrscheinlich. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Die grünen sind aber auch böse. Wenn man nicht aufpasst, ne? Ist Bescheid. Gute Inspirationsquelle bei Nintendo. So, was kriegen wir denn für ein schönes Item? Was haben wir denn da? Ein Impfstoff. Oh. Okay. Der hat es mittlerweile also auch schon ins Spiel geschafft. Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen stumpf. Schön. Herrlich. Das ist nur die Frage, von welchem Hersteller ist er? Ach, ich möchte gar nicht weiter drauf eingehen. Schönes Ding.